Eines der stärksten Erdbeben in der Türkei und in Syrien seit Jahrzehnten. Das Epizentrum, also dort, wo die Erdplatten aneinander gerieben haben und das Beben entstanden ist, lag bei Afat in der Provinz Karamanmarasch. Viele Menschen sind gestorben oder verletzt. Hunderte Häuser sind eingestürzt. Deutschland will den Menschen in den betroffenen Gebieten helfen. In der Türkei treffen Kontinentalplatten aufeinander. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt daher in ständiger Erdbebengefahr.